Erstmal ein bisschen Info sammeln. Bin dabei. Da unten steht auf jeden Fall jemand. Bin unterwegs. Gucken wir mal, ob wir näher bekommen. Los, los, los. Okay. Gehen wir auf jeden Fall da einen Blick drüber. Das Schlimme ist, wenn wir einmal hier unten sind, kommen wir da nicht mehr so einfach raus. Da sind nämlich auch welche. Hier rüber kommen wir gar nicht, ne? Nähere mich der Zielposition. Verstanden. Rücke ab. Ich habe hier feindliche Aktivität. Oh, oh, oh. Befehl bestätigt. Wir versuchen, in Deckung zu bleiben. Bin ich hier irgendwie durch? Hier könnten wir durchkommen, oder? Verstanden. Rücke aus. Okay. Bleibe hier. So, der Sniper. Der gute Glacy. Ich würde ihn fast gerne hier oben lassen. Auf der anderen Seite ist es so weit weg, dass der keinen Millimeter helfen kann, wenn es da schief geht. Aber wenn irgendwas in die Hose geht, brauchen wir Galassi eigentlich unten mit dabei. Müssen wir Galassi unten mitnehmen. Bleibe in Stellung. Boah, die bewegen sich ja noch. What's wrong with you? Okay, wenn wir an denen vorbeikommen, was kommt danach? Wir könnten an denen vorbeikommen und könnten vielleicht schauen, dass wir da oben drauf kommen. Oder darunter. Darunter ging ja auch. Parallel. Verstanden. Okay. Was, Galassi, du siehst nicht gut aus mit dem Hut. Unsere Gremlins können versuchen, uns von hier aus Zugriff zum Advent-Netzwerk zu verschaffen. Vielleicht können wir ihre Systeme hacken und einen Vorteil erlangen, aber Vorsicht. Wenn sie uns bemerken, wird alles nur noch schlimmer. Ja, ja. Galassi könnte hier aufs Hausdach hoch. Okay. Bringt uns das dann irgendwas, wenn Galassi oben auf dem Dach ist? Eigentlich nicht, ne? Befehl bestätigt. Halte Stellung. Oh, oh, die laufen in unsere Richtung. Oh no. Das ist zu nah. Wir lösen in jedem Fall Alarm aus, oder? Du bist aber keine Frau, das kann ja jeder behaupten. Jetzt ist es so. Ich probiere jetzt mal, was passiert, ob ich den wegziehen kann. Begebe mich zur Zielposition. Okay. Das wollte ich wissen. Alles klar. Nicht bewegen, ja.
Sekunden bis zur Sperrung 5 ist halt auch blöd, ne? In Ordnung. Entdeckung. Entdeckung. Ziehe los. Entdeckung. Okay, wir dürfen uns dann nicht bewegen. Oh, oh, oh. Rücke zu Zielkoordinaten vor. Sie ähneln den Sektoiden, auf die wir erstmals während der Invasion trafen. Aber ihre Genstruktur enthält nun auch menschliche DNA. Sie sind stärker denn je und ihr psionisches Potenzial ist noch höher. Wechsle Position. Wir müssen da in 4 Runden irgendwie hinkommen. Befehl bestätigt. Ja, wenn ich die 2 vernichte, bin ich doch nicht mehr verborgen, oder? Dann haben die mich doch. Dann wissen die doch eh, dass ich da bin. Knall sie ab! Ich wollte mich doch mal durchschleichen. Grabe mich ein! Verstanden! Halte Position! Manus 1-5, das Advent-Netzwerk ist beinahe komplett gesperrt. Wir haben keine Zeit mehr. Sie müssen zu diesem Terminal. Aye, aye, Captain. Kommen wir da irgendwie rechtzeitig noch rein. Hier durchs Fenster und dann sind wir schon fast drin. Na, das schaffen wir doch. Verstanden. Ziel gesichtet. Ja, ja, ja. Rein in die Bude. Wir haben Sichtkontakt zum ungeschützten Zugangspunkt. Okay, die haben uns gemerkt. Oh, oh. Glazy! Es bewegt sich noch. Ich kann zu XCOM 2 noch nicht viel sagen, Freunde. Das ist beides ziemlich geil, aber das ist fast ein Ticken geiler. Einfach, weil es jetzt auch ungewohnt neu ist irgendwie. Ich kann es euch erst in ein paar Tagen sagen, wenn ich es ein bisschen durchtesten konnte, wenn ich die Chance auch hatte dazu. Rücke zur Zielkoordinaten vor. Grabe mich ein. Okay, wir sind in Deckung. Der wird garantiert auf uns. Oh! Der hat uns markiert. Schweinbär. Oder das Auto? Aufs Auto? Einfach überall! Macht der keinen Stress hier. Macht der keinen Stress. Bin auf dem Weg. Und rein geht's. Gut. Naja, ein Schaden, ey. Ziel steht noch. Nix getroffen. Das ist weniger cool. Verstanden. Rücke ab. Mal sehen, was wir hier haben. Systemüberbrückung! Javi? Okay. Ein Kinderspiel. Okay. Menace 1-5, wir haben die erfolgreiche Beschaffung der Advent-Dateien bestätigt. Eliminieren Sie... Boah, schauen die fies aus jetzt. Im Gebiet.
Sektoid könnte man treffen. Oder den Offizier leer machen. Machen wir den leer. Den Sektoid können wir dann immer noch erwischen. Denk, ah, was, wir kriegen ihn nicht mal leer. What's wrong with you? Ja, ich glaube, man muss... Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ich glaube, man muss jetzt langsam auch ein bisschen so gucken, ne? Nein, 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 bitte nicht. Panik, okay. Ich glaube, man muss das einfach, man muss jetzt einfach, das ist jetzt alles dadurch, dass wir X,1 gespielt haben, ein bisschen ungewohnt. Sie haben mich getroffen. Shit. Sie sind in Bewegung. Ah. Okay, wir müssen auf jeden Fall helfen. Das ist viel zu heftig gerade. Und vor allen Dingen müssen wir in Deckung gehen. Oh shit, wir treffen immer noch so schlecht. Okay, nicht erwischt. Reservemunition. Ah, der lebt immer noch. Das ist nicht gut. Munition ist gleich alle. Wir müssen den erst wegmachen, sonst trifft er unsere ganzen Leute. Gutes Ding. Okay. Javi braucht auf jeden Fall jetzt voll die Unterstützung. Wir müssen mit Javi da unbedingt raus. Der muss da weg aus der Nummer. Panik entfernt, okay? Am Ziel vorbeigeschossen. Meine Waffe ist leer. Haben wir irgendwo eine Volldeckung? Hier haben wir eine Volldeckung. Und da könnte man vielleicht sogar hier drüben mit unterstützen, aber da sind wir zu weit weg. Aber dafür haben wir auch nicht genug Leben. Okay. Nein! Na, das war jetzt natürlich nix, ne? Okay, einer ist weg. Feind erledigt. Die neuen Geräusche. Javi lebt noch, der hat einen weggeräumt. Und jetzt? Beförderung verdient, okay. Ich sehe nichts, ich kann nichts verändern. Gucken wir mal. Ich kann gerade nicht weiter switchen. Wir laden einfach nochmal. Ja, irgendwie, es ging jetzt gerade nicht weiter. Ich vermute mal, dass es wirklich an den Servern liegt, dass die jetzt gerade so überlastet sind, dass da irgendwas mit den Servern abgleicht. Wobei, das hat man auch bei XCOM auch schon, beim normalen. Eieiei. Ah, Feind steht noch. Ja. Oh Wunder. Oh, komm schon.
keine Feuerkraft mehr! Jarvis ist momentan der, der mir am wenigsten Sorgen gerade macht. Von dem, der mir am meisten am Anfang Sorgen gemacht hat. So, Galassi. Machst du gut. Da brennt die. Oh, da brennt das Auto. Ich verliere dich. Meine Waffe ist leer. Was jetzt? Noch mehr Leben. What? Reanimiert. Die Toten finden keine Ruhe. Die Aliens können sie per Gedankenkontrolle steuern. Ach du Schande. Auf die Flanken, ach, sie positionieren sich neu. Oh, krass. Sie sind einfach überall. Okay. Er ist in meinem... Es hört nicht auf! Es hört nicht auf! Was? Jarvis! Schon unterwegs! Okay, wir bringen uns mal ein bisschen in Sicherheit. Alles im grünen Bereich. Haben wir hier irgendwo noch eine Volldeckung? Hier hinten hätten wir noch eine. Volldeckung bringt uns nichts, aber die würde uns was bringen. Begebe mich zur Zielposition. Rein im Bus. Alles im grünen Bereich. Okay, alle mal durchladen. Und weiter geht's. Was ist mit Hut? Überprüfe Visier. Danke, es ist Alien. Das müssen wir abknallen, aber ganz wichtig. Aber der Typ hat auch das ewige Leben gepachtet, du. Ja, falsche Richtung. Mich hat's übel erwischt. Ich sehe schon. Es ist in mir drinnen. Was? Und weg mit dir. Also, zum Glück, das hat funktioniert. Hab ihn erwischt. Das können wir vielleicht gebrauchen. Mit Sicherheit sogar. Okay. Hab es. Scanne Gebiet. Bin gleich da. Er richtet uns alle hin. Yes, baby. Und daneben auch noch. Okay, nicht erwischt. Oder. Muss töten. Wurde an den reanimiert. Müssen die Aliens abknallen. Vor allem, die haben halt auch reanimiert ewig viel. Kann nicht denken. Okay, Jarvis ist jetzt wieder draußen. Schon dabei. Wir müssen hier weg.
Waffe verschlingt meine Munition! Ich würde ja ganz gerne rauf, aber... Präzision, Feuerschutz? Da kann ich rein? Aber rauf komme ich nicht. Muss ich das anklicken? Ich will ja nicht rein, ich will ja rauf. Position. Nein! Sie sind einfach überall. Warum kommt man da nicht mehr rauf? Das ist so total bescheuert. Der rennt weg, okay. Panik, alles klar. Ich will nach Hause. Ach, nach Hause ist doch Kiki. So, pass auf. Ich würde ganz gerne einen Scharfschützen aufs Dach kriegen. So, 82% Chance. Kriegen wir nicht ganz weg. Sektoid ist auch blöde. Kriegen wir auch nicht ganz weg. Und los geht's. Propangas. Oh, es ist mies. Oh, es ist mies. Es gefällt mir. Da hoch darf ich, da hoch nicht. Well. Bestätigt. Dann hoch mit dir. Gut, wenigstens ein Treffer. Da bin ich schon glücklich mit momentan. Das ist unserer, der ist noch unter Psi-Schutz. Okay, pass auf, Freunde. Wir laden jetzt nochmal komplett. Weil das war jetzt echt von vorne bis hinten Katastrophe. Und hat nicht funktioniert. Und da wir eh die Gegner anlocken, knallen wir sie gleich ab. Wobei, wir müssen einen ans Netzwerk kriegen. Das heißt, wir müssen die ganze, den ganzen Trupp in die Richtung schieben. Okay, das war die Mission. Warte mal, wir laden noch weiter vorne. So. Das ist eine leichte Mission, ja. Glaub schon. Also ich glaube, wir waren eine leichte Mission, ne? Ja, die Dinger haben jetzt Zunder. Die haben jetzt echt, da ist Liebe drin. Ich bin fast am Überlegen, ob wir nicht erstmal die Forschung ablaufen lassen, bevor wir solche Missionen reinziehen. Commander, wenn der Widerstand weiter wächst, steigt unsere Chance auf Gelegenheiten zum Angriff auf Advent. Wir haben bereits ein potenzielles Ziel zur Störung der Alien-Operationen in dieser Region ausgemacht. Allerdings ist das Zeitfenster hierfür recht knapp. Wir müssen schnell handeln. Okay, leichte Mission, Freunde. Also Javi bekommt wieder Medkit. So, wen haben wir hier noch?
Kann ich dir auch die Waffenverbesserung geben? Ja, sicherlich, oder? Fehlschussschaden plus 1. Okay. Das ist gut. Beim Scharfschützen ist immer gut. Jede Kugel mit Liebe, ja. Weasley an! Sky Ranger. Wir sind da. Alles läuft nach Plan. Wir geben jetzt mal Gas. Wir geben jetzt mal richtig Shot, richtig Zwergengas. Hat ein Gerät improvisiert, das die über einen Zugangspunkt zum Advent-Netzwerk laufenden Daten abfängt. Die Daten sind offenbar kritisch für die jüngste Operation der Aliens und sie sind unterwegs, um das Gerät zu zerstören. Wir greifen ein, um das zu verhindern. Schalten Sie alle Feinde vor Ort aus, sichern Sie das Gebiet und beschützen Sie das Gerät. Andere Mission, sehr nice! Captain Marsel, Dankeschön für deinen Follow. Sehr geil. Sehr, sehr nice von dir. Okay, wir müssen das Gerät... wir müssen das Gerät beschützen. Es ist gleich 18 Uhr. Ja, ich hoffe, das geht jetzt so locker flockig. Feindliche Truppen sind bereits auf dem Weg, um den in der Nähe installierten Datenzugang zu zerstören. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen das Gebiet säubern und das Gerät um jeden Preis sichern. Okay, Freunde, wir versuchen's. Wow! Voll reingerannt. Krass, schauen die übel aus jetzt. Sektoiden, auf die wir erstmals während der Invasion trafen. Aber ihre Genstruktur enthält nun auch menschliche DNA. Sie sind stärker denn je und ihr psionisches Potenzial ist noch höher. Okay, wir versuchen los. Wird erledigt. Okay, jetzt versuchen wir mal das Viech umzulegen. Der steht hier ein bisschen ungünstig. Ich weiß gerade nicht, wer es ist, aber steht auf jeden Fall ungünstig. Okay, Panik. Ich brauche Hilfe! Galassi ist in Panik verfallen, okay. Wow. Ich brauche medizinische Hilfe, sofort! Ja. Die Treffer haben ja alle so beschissene Treffchancen. Aber immerhin hat funktioniert, okay. Feind am Boden. 27%, ey. Ach, komm schon. Come on. Sind wir in der Entdeckung? Ja, sind wir. Granate unterwegs. So, das sagen wir dazu. Okay, der verdünnisiert sich, der Kumpel. Okay, wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Panik entfernt. Okay, super. Wir müssen hier auf jeden Fall aufpassen. Wer von unseren Jungs hat den Heiler? Da. Warte mal, machen wir folgendermaßen. Nein! Warum bewegen die sich immer? Das ist ja furchtbar. Verstanden. Rücke aus. Steht ja natürlich völlig offen und wir haben eine Runde völlig umsonst verschwendet. Rücke zur Zielposition vor. Scanne Gebiet. Mir entgeht nichts. Muss besser zielen. Okay.
Diese Gedankenkontrolle macht mich wahnsinnig, ey. Die Toten finden keine Ruhe. Die Aliens können sie per Gedankenkontrolle steuern. Okay, markiert den Sniper. Nicht so! Okay. Freunde, wir machen an der Stelle jetzt Schluss. Und zwar laden wir nochmal in der Base. Aber das hat keinen Wert so. Wir kommen ja nicht mal in einer leichten Mission, sehen wir noch nicht mal ansatzweise Land. Das heißt, es macht an der Stelle jetzt erstmal keinen Sinn, solche Missionen gerade zu spielen. Solange wir nicht halbwegs aufgerüstet sind, ist es momentan vergebene Liebesmühe. Weil da können wir machen, was wir wollen. Commander, wenn der Widerstand weiter wächst, steigt unsere Chance. Ja, das können wir uns nicht leisten gerade. Advent. Wir haben bereits ein potenzielles Ziel zur Störung der Alien-Operationen in dieser Region ausgemacht. Allerdings ist das Zeitfenster hierfür recht knapp. Wir müssen schnell handeln. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Forschung. Labor. Wir fangen mit den Arbeiten an der neuen Einrichtung an, Commander. Labor. Ich melde mich, wenn sie bereit ist. Sehr gut, 20 Tage dauert der Spaß. Vorratslieferung in 16 Tagen. Commander, ein zeitkritischer Einsatz wartet auf uns. Wir können unsere Scans hier immer noch später beenden. Nein, nein, nein. Aber wenn wir diesen Einsatz versäumen, könnte dies einen spürbaren Rückschlag für die Widerstandsbewegung bedeuten. Können wir den immer noch machen? Diese Ergebnisse könnten sich als kritisch für unsere Bemühungen erweisen, Commander. Das ist der Einsatz, oder? Das Labor ist zurzeit untätig und wir verschwenden wertvolle Zeit und Ressourcen, wenn wir keiner Forschung nachgehen. Bitte geben Sie uns möglichst bald eine neue Aufgabe. Warum kann ich denn die Mission jetzt nicht mehr machen? Ich muss los, ich weiß. Okay, jetzt können wir endlich anständige Rüstungen machen. Okay. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen. Freunde, ich speichere an der Stelle mal. Neues Spielchen. Wir sehen uns dann spätestens im nächsten Stream, wann auch immer der sein wird. Ich kann es euch nicht sagen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Sehr, sehr nice von euch. Danke an all die Spenden, an all die neuen Follower. Ihr seid grandios, super. Und ich wünsche euch auch ein wunderschönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Lasst krachen da draußen. Es ist dunkel, feucht und aus Metall. Das Schiff unterscheidet sich kaum von der alten Basis. Sehr genau. Alles klar. Macht's gut. Eine Kleinigkeit müssen wir allerdings noch machen, bevor es jetzt vorbei ist. Warte mal kurz.